In diesem Video verlängern wir meine Jahreskarte. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und zur Verlängerung meiner Jahreskarte. Ja, jetzt ist es leider soweit. Meine Infinity-Jahreskarte läuft ab am 7. April 2024. Ein Jahr ist vorbei. Damals habe ich noch 424 Euro bezahlt für die Infinity-Jahreskarte. Und jetzt heißt es Abschied nehmen und auf die auf den Disneyland Pass Gold wechseln, der mich wesentlich mehr kosten wird, und zwar 699 Euro. Und ich wollte sie ja eigentlich vor Ort verlängern. Früher war es tatsächlich so, dass man 2 Monate im Voraus die Jahreskarte, vor Ablauf des Datums, vor Ort verlängern konnte. Und ich war innerhalb des Zeitraums, also 2 Monate vor Ablauf, da. Ich war Anfang Februar da. Und da hieß es, nee, das haben sie jetzt geändert, das geht nur noch 1 Monat vorher. Und also bis zu einem Monat. Und bis zu einem Monat vorher war ich halt nicht mehr im Disneyland. Ich war ja auf Kreuzfahrt und so weiter und war ja 2 Monate nicht dort. Ja, das hieß für mich dann, okay, ich muss sie online verlängern, weil genau nach Ablaufdatum, also am 7. Also am 7.4. läuft sie ja ab. Und am 12. April wollten wir halt wieder ins Disneyland oder möchten wir halt wieder ins Disneyland Paris. Genau, deswegen muss ich sie online verlängern. Und ich habe das noch nie gemacht. Ich mache das heute mit euch zusammen. Ich habe das, wie gesagt, vorher noch nie gemacht. Ich habe noch keine YouTube-Videos dazu angeguckt. Ich mache das blind mit euch zusammen, gebe mit euch Schritt für Schritt dadurch und schaue mir an, wie es der Prozess so läuft. Und dann möchte ich auch noch die physische Jahreskarte dann vor Ort noch abholen. Weil, ja, man hat sie dann in der App und man kann in der App drauf zugreifen, aber ich bin so ein Fan, vor allem sammle ich die halt so als Erinnerung und habe gern auch die haptische Karte dann. Und es kostet nichts extra, also man muss aber dann halt vor Ort an die Kassen, das zeige ich euch aber dann, wo die sind, um die Karte dann abzuholen. Genau. So, ich würde sagen, wir starten. Ich lege mich jetzt auf die Couch und dann zeige ich euch meinen Bildschirm vom Computer. Und wir gehen Schritt für Schritt durch, wie man diese Karte, also man kann ja auch nicht sagen, man verlängert sie. Ich beantrage eigentlich eine neue Jahreskarte, weil es gibt auch keine Rabatte mehr für, wenn man irgendwie die aktuelle verlängert. Es gibt keine Freunde, werben Freunde. Das Einzige, wo man, huch, na egal, ist ja eh vorbei. Die einzige Möglichkeit, Rabatt zu bekommen auf die Jahreskarte, ist, wenn man eine, wenn man berechtigt ist, eine Priority Card zu haben, dann bekommt man 25%, ich glaube 25 oder 20, ich glaube 25%, aber das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr das besser wisst, Rabatt auf den Jahreskartenpreis. Genau, aber nur wenn ihr berechtigt seid, eine Priority Card zu haben im Disneyland Paris. Aber wenn ihr da mehr Infos habt, dazu bitte unten in die Kommentare. Bei dem Thema bin ich ja nicht so firm. Vor allem was Jahreskarten angeht mit Priority, für Priority Card Inhaber und so weiter. Also bitte dann mir unten in den Kommentaren weiterhelfen. Ja, und ich würde sagen, wie gesagt, wir starten jetzt. Ich lege mich auf die Couch und mache es mir bequem und dann verlängern wir meine Jahreskarte. Ja, ihr seht jetzt die Seite, die ich hier aufgerufen habe. Sie ist normalerweise auf Französisch. Ich habe aber Google Chrome geöffnet und werde mit euch zusammen zum ersten Mal meine Jahreskarte online beantragen. Meine Jahreskarte läuft heute aus. Heute ist der 7. April. Und ihr seht schon hier oben, ich habe mich schon mal eingeloggt in meinem Account. Ihr braucht auf jeden Fall einen Disney-Account. Und wie gesagt, das ist die französische Seite, das seht ihr oben auch an diesem F-R. Und wenn wir auch weitergehen in den Seiten, seht ihr, dass es Google Chrome ein bisschen braucht, um es zu übersetzen. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dass ihr die Jahreskarte online beantragt, über die französische Seite. Nicht über die englische, nicht über die deutsche. Es geht ausschließlich über die französische, was ihr auch hier sehen könnt beim Kaufen. Wenn ihr auf die deutsche Seite geht und auf die Disneyland Pässe geht, also hier, wenn ihr auf Disneyland Pass auf der deutschen Seite geht, werdet ihr die Option von Kaufen nicht haben. Ihr werdet diese Übersicht haben, wie ich auch hier.
natürlich jetzt übersetzt wurde von Google und dementsprechend manchmal nicht unbedingt 100% korrekt ist. Aber ihr seht jetzt mal zum Vergleich die verschiedenen Jahreskarten, die es ja aktuell gibt. Es gibt die Disneyland Bronze, den Disneyland Bronze Pass für 18, also kostet insgesamt 289 Euro im Jahr als einmalige Zahlung, oder ihr zahlt es in Raten und zahlt 18 Euro im Monat und eine Einmalzahlung von 91 Euro. Und dann seht ihr hier, wie gesagt, die, was alles in der Jahreskarte inklusive ist. Selbe mit dem Silberpass, ihr zahlt 34 Euro im Monat und mit einer Einmalzahlung von 125 Euro oder insgesamt 499 Euro für ein komplettes Jahr. Und seht dann hier eure Vorteile. Und wofür ich natürlich gehe, ist die goldene Jahreskarte, Disneyland Pass Gold. Für 50 Euro, ich werde auch auf die Ratenzahlung gehen, 50 Euro im Monat mit einer Einmalzahlung von 149 Euro oder 699 Euro mit einer Einmalzahlung. Da ich jetzt aktuell in den letzten Wochen sehr viele bezahlen musste, was im nächsten ich euch auch noch verraten werde, was da los ist bei mir, werde ich auf die Ratenzahlung gehen. Und der zahlt ja auch nichts mehr. Und genau, das ist dann das, was ich für mich auswähle. Und ich glaube, man kann auch hier irgendwo die Blackout-Tage sehen. Genau, das seht ihr hier. Hier könnt ihr die Reservierung machen. Also wenn ihr eine Jahreskarte ja reserviert, also eine Jahreskarte gekauft habt, könnt ihr ja bis zu 3 Tage reservieren. Das ist leider immer noch der Fall. Und da findet ihr hier den Link, den ich euch auch gerne unten in die Infobox packe. Genau, darüber könnt ihr eure Tage dann reservieren. Und hier seht ihr auch, wenn ihr die Pässe ändert, wann noch aktuell was verfügbar ist. Wenn ihr auf den silbernen geht, seht ihr, okay, hier die nächste Woche im April ist schwierig. Genau, ich finde nur gerade komisch, wie die Wochentage angeordnet sind. Der 12. April ist so ein Freitag. Da bin ich gerade total doof. Naja, auf jeden Fall seht ihr hier dann die... Das ist doch Summity und... Na, jetzt ist irgendwie... Keine Ahnung. Auf jeden Fall seht ihr hier, wann was verfügbar ist mit dem Bronze-, Silber- und Goldpass. Genau, aber wir wollen es ja jetzt kaufen. So, dann gehen wir mal los. Wie gesagt, ich mache das alles zum ersten Mal. Und wenn ihr das online macht, bekommt ihr auch keine Karte. Die könnt ihr aber vor Ort kostenlos in den Walt Disney Studios abholen, was ich dann nächste Woche machen werde und euch dann auch zeigen werde. So, ich bin ein Erwachsener. Ist ja schon mal super Anwendungsfehler. ja. Das ist ja schon mal der Vorführeffekt. Ich möchte doch nur eine Jahreskarte kaufen. Nimmt mein Geld. Disneyland Paris nimmt... Das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Auf jeden Fall könnt ihr die Jahreskarte auch telefonisch oder vor Ort kaufen. Aber ich brauche ja schon nächste Woche meinen Slot. Ach. Was ist denn jetzt hier los? Kaufen. Ich möchte nicht mal 6 Pässe, ich möchte nur einen. Weitere Informationen finden Sie in der Browserkonsole. Wo finde ich das denn? Da ist keine... Okay, ich kümmere mich erstmal um das technische Problem. Naja, ich bin jetzt auf Edge gegangen. Ich dachte, okay, vielleicht liegt es am Browser. Ich hatte kurz auch dieselbe Fehlermeldung wie auch hier. Aber dann hat es kurz gedauert, dann ist es rübergesprungen. Ich bin aber hier noch nicht eingeloggt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Also es ist tatsächlich jetzt hier... diese technischen Probleme, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier auch den Übersetzer angemacht in Edge und bin auch dementsprechend, wird es mir übersetzt. So, dann schauen wir mal. Ja, da ist es wieder. Jetzt warten wir mal einfach kurz. Anscheinend, ja, so, jetzt melde ich mich mal kurz an. So, ihr seht jetzt meine Kontaktinformationen, die ich euch natürlich ausblende. Aber ja, meine E-Mail-Adresse, ich habe mich ganz normal in meinem Disney-Account eingeloggt. Dann ist ja automatisch mein Vor- und Zuname drin. Meine Telefonnummer, die ich jetzt aber ändern werde, auf meine Schweizer Nummer und auch meine Adresse werde ich jetzt auf die Schweiz umändern. Das tue ich jetzt. Ansonsten, genau, ja, mache ich das erstmal. Endlich kann ich mal mein Geburtsdatum ändern. Das war immer 1.1.1919. 1900, glaube ich, oder so.
Jetzt kann ich noch nicht mal mein Geburtsdatum mehr schreiben. Auf jeden Fall bin ich sehr froh, jetzt endlich mal mein Geburtsdatum ändern zu können. Und ihr könnt ja auch ein Foto importieren, weil da ist ja auch immer ein Foto von der Jahreskarte drauf. Und dann kann ich jetzt mir eins aussuchen. Ich suche mal eins, eine Sekunde. So, ich habe jetzt ein Foto ausgewählt. Ja, mal gucken, ob das so funktioniert. Genau, das ist das Foto, habe ich mir noch ein bisschen zusammengeschnitten. Ja, scheint geklappt zu haben. So, ich bezahle nicht in einem Rutsch. Ich möchte monatliche Gebühren auswählen. Und da seht ihr auch hier nochmal 149 Euro auf einmal, also direkt bezahlen und dann 50 Euro für die nächsten 11 Monate. So, was noch hier? Ja, das akzeptieren wir alles. Gehen wir mal weiter. Dann habt ihr nochmal alles hier zusammengefasst, eure Daten. Gehen wir mal weiter runter. Ja, ich habe alles. Jetzt muss ich kurz mal lesen. Ihr Pass ist für über 7 lang aktiv. Okay, das ist, passt, weil ich muss ja nächste Woche in den Park. Es wäre gut, wenn er aktiv ist. Sie müssen Ihr SEPA-Mandat ausfüllen innerhalb von 7 Werktagen per Post an uns zurücksenden. Die Adresse wird bei Ihnen bei der Bestellung erfahren Sie. Sie müssen Ihr SEPA-Mandat ausfüllen innerhalb von 7 Tagen per Post an uns zurücksenden. Die Adresse wird Ihnen bei der Bestätigung der Zahlung per E-Mail mitgeteilt. Okay, das heißt, das muss ich dann morgen noch per Post schicken. Aber es bleibt ja 7 Tage lang aktiv, weil ich brauche den ja nächste Woche. Ja, da könnt ihr noch mehr darüber erfahren. Okay, dann bestätigen und bezahlen. Dip, 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 dip. Da stand auch nochmal, dass der Pass auf dem Handy verfügbar ist. Also wenn ihr die Karte noch nicht habt, kein Problem, ihr habt ja den Pass auf dem Handy. So, jetzt seht ihr hier die verschiedenen Zahlungsoptionen. Und ich nehme, was habe ich denn für eine Karte? Jetzt muss ich also meinen Geldbeutel hier kurz zur Hand nehmen. Ich habe, glaube ich, eine Mastercard. Yep, eine Mastercard. Und jetzt werde ich euch wieder nicht den Bildschirm zeigen. Jetzt gebe ich mal die Daten ein. So, weiter geht's. Das übersetzt er bitte einmal übersetzen. Danke. Die erste Zahlung ist erfolgt. Okay, also es hat jetzt geklappt mit der Zahlung, die Einmalzahlung von 149 Euro. Das hat mir meine Bank auch, ich habe auch schon die Bestätigungs-E-Mail bekommen. Bitte geben Sie unten Ihre IBAN ein, um Ihre Berechtigung für die Monatsliste dann zu überprüfen. Genau, so, dann mache ich das jetzt auch mal. Zahlung ist bestätigt. Vielen Dank für Ihren Kauf. Bestellung wurde bearbeitet. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail mit Anweisungen, wie Sie auf Ihren Disneyland-Pass zugreifen können. Die folgende E-Mail-Adresse. Bitte beachten Sie, diese E-Mail ist keine gültige Eintrittskarte. Genau, jetzt steht da, der Pass ist vorübergehend 7 Tage lang aktiv. Um es gültig zu aktivieren, laden Sie bitte das monatliche Lastschriftmandat herunter, füllen Sie es aus und senden Sie uns innerhalb von 7 Tagen per Post zu. Zusammen mit Ihrer Bankverbindung des zu belastenden Kontos. Und dem Ausweisdokument des Kontoinhabers an die Adresse, bla 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 bla. Der E-Pass wird nach Eingang und bearbeitet Ihres Antrags aktiviert. Genau. So, dann schaue ich mal, ob der jetzt gleich in meiner App aktiv ist schon. Und dann muss ich das morgen auf jeden Fall noch verschicken. So, jetzt logge ich mich mal in meine App ein. Okay, ich habe jetzt mal geschaut, also der Pass ist noch nicht in der App und auch noch nicht hier auf der Webseite, aber ich gucke mir erstmal die E-Mail an und genau, dann zeige ich euch das auch noch gleich. So, ich bin jetzt zu meinen Buchungen gegangen, also genau, ich bin hier auf Empfang, also übersetzt jetzt wieder und dann habe ich hier meine, ich gehe jetzt nicht runter, weil da seht ihr die Buchungsbestätigung, hier steht aber, laden Sie die Einzugsermächtigung herunter. Jetzt habe ich schon wieder dieses Problem, aber bei Edge geht's. Und genau, da seht ihr nochmal die komplette Zusammenfassung. Da steht auch nochmal eure Adresse, also meine Adresse. Genau, nochmal komplett alles zusammengefasst. Und dann müsst ihr das hier unten ausfüllen. Genau, das Mandat hier. Ich glaube, das muss ich aber nochmal übersetzen. Also hier müsst ihr unterschreiben. Ich muss nochmal gucken, ob da die IBAN drin ist. Also genau, nee, die IBAN ist tatsächlich nicht drin. Die müsst ihr hier noch reinschreiben. Ihr seht hier IBAN.
Und die schreibt ihr dann hier rein und dann unterschreibt ihr mit dem Datum von heute und dann schickt ihr es an die Adresse hier. Das werde ich morgen dann tun. Genau, also so ist dann der Prozess und wie gesagt, da stand ja auch, dass es 7 Tage lang gültig sein wird. Werde aber jetzt schon mal die Tage für nächste Woche reservieren, damit ich die auch schon mal fix habe und das Formular werde ich dann morgen ausgefüllt an diese Adresse schicken. Genau, das ist ganz wichtig, dass ihr das dann relativ zügig macht. Ja, also wie gesagt, ihr könnt die Jahreskarte so reservieren oder halt telefonisch oder vor Ort. Ich finde vor Ort am besten, immer noch am besten, aber ich war jetzt halt in dem Zeitraum leider nicht mehr da, wo ich sie hätte verlängern können. Ich bin jetzt hier und möchte meine Jahreskarte, meine physische Jahreskarte abholen. Da müsst ihr hier auf die linke Seite des Disneyland Hotels, also da habt ihr den Haupteingang. Da seht ihr die Menschen stehen Schlange. Und wenn ihr dann nach links geht, hier steht Bienvenue Welcome, steht auf der anderen Seite aber auch. Da ist eine nette Customerin, da seht ihr auch das Schild für die Jahreskarten. Und da müsst ihr hin, da könnt ihr auch eure Jahreskarte neu beantragen. Und da bekommt ihr auch die physische Karte. Hier nochmal von der Seite, da ist der Haupteingang und hier, da steht auch Disneyland Pass. Ja, das war jetzt ein bisschen komplizierter als gedacht, aber da ist das gute Stück. Das muss ich kurz nur, das muss ich wahrscheinlich zeigen. Also wie gesagt, da ist das gute Stück und es gab ja noch ein paar Probleme mit der, also ich habe noch E-Mails bekommen, erstmal, dass ich, also ich weiß nicht, ob sie es bekommen haben und es war falsch. Oder ob sie es nicht bekommen haben, weil der Versand aus der Schweiz nach Frankreich, ich finde eine Woche ein bisschen knapp bemessen, muss ich sagen, für so einen Brief. Vor allem aus dem Ausland. Und ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie es gar nicht bekommen haben oder irgendwas falsch war. Ich habe auf jeden Fall eine E-Mail bekommen, dass ich dieses PDF-File nochmal unterschreiben soll und nochmal zuschicken soll. Was aber knapp war, weil ich schon auf dem Weg ins Disneyland war. Und dann dachte ich, komm, fragst du hier, ob du das hier direkt vor Ort machen kannst. Haben sie erstmal gesagt, nee, eigentlich sind sie nicht für das Finance-Team zuständig. Dann habe ich ja noch mal eine E-Mail bekommen, dass ich meine Bankkarte fotografieren soll und hinzuschicken soll. Habe ich dann auch gemacht. Und ja, aber die waren jetzt sehr nett, also wirklich sehr, sehr hilfsbereit. Ich habe noch mal dieses Ding unterschrieben, diesen Wish. Und dann habe ich jetzt auch die Karte. Wunsch hast du noch mal unterschrieben. Das ist mein Wunsch, meine Jahreskarte. 700 Euro, Mensch. Da bist du aber günstig mit deinen Wünschen. Genau, also ich habe es mal unterschrieben und dann haben sie mir die Jahreskarte ausgehändigt und da ist sie endlich. Also wenn ich würde euch eins raten, sie nicht online zu beantragen. Es war ein bisschen, also wenn ihr nicht anders könnt, natürlich, aber es war jetzt ein bisschen alles. Also ich würde es beim nächsten Mal wieder vor Ort machen. Das war mir jetzt ein bisschen alles zu viel hin und her. Ja, und das war mein Video zur Beantragung der Jahreskarte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch weitergeholfen, wenn ihr eure Jahreskarte online beantragen wollt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao!